Glück auf, Leute! In diesem Video soll es, wie versprochen, um die Befestigung des SENA-Kommunikationssystems am Protoss-Helm von Pfanner gehen. So sieht das bei meinem Helm aus. So ist der Plan. So soll das dann bei dem Helm hier auch aussehen. Es ist wirklich sehr leicht. Man merkt eigentlich, am Helm merkt man den Unterschied nicht wirklich. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und bauen dieses Gerät an diesen Helm. Dazu bauen wir als erstes mal hier hinten dieses Teil raus. Dann kommen wir hier hinten nämlich ordentlich ran. Denn hier muss jetzt dieses Teil hier rangeklemmt werden. Dazu lösen wir jetzt einfach mit dem Imbusschlüssel hier die Schrauben. Was sich hier bei meinem Helm rausgestellt hat, wo man ein bisschen was anders machen muss, hier seht ihr das, wenn man das jetzt hier festdrücken würde, könnte man hier die Lüftungslöcher nicht mehr auf und zu machen. Deswegen habe ich mir hier so ein Stück Gummi zurechtgeschnitten. Das kommt dann hier unten drunter und verhindert quasi, dass das obere Teil am Helm an einer Stelle aufliegt, wo es nichts zu suchen hat. Wenn wir das jetzt hier festzwingen, dann bleibt hier ein Spalt und wir können das immer noch benutzen. Jetzt schrauben wir das ordentlich fest. Nehmen wir als erstes gleich mal noch das Ding raus. Entfernen uns gleich mal die Ohrmuscheln. Als nächstes müssen wir in die Gehörmuscheln die Lautsprecher einbauen. Und dazu machen wir die mal auf. Und die Lautsprecher werden dann mittels dieser Klettteile hier eingeklebt. Und für das Kabel brauchen wir natürlich erstmal hier einen kleinen Ausgang. Ich werde jetzt mal fix in die Werkstatt gehen und mit einer Pfeile hier einen kleinen Kabelschacht hineinfeilen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier mit der Rundpfeile einen Kabelschacht hineingefeilt und parallel dazu auch nochmal hier in die Gehörschutzabdeckung. Jetzt kleben wir die Lautsprecher ein, probieren hier relativ mittig zu bleiben und jetzt können wir mit diesem Klettteil hier die Lautsprecher einfach draufsetzen. Wir können jetzt die Schutzfolie abziehen und haben jetzt hier ein paar frische Schaumstoffeinsätze und diese setzen wir jetzt in der richtigen Richtung ein, verschließen jetzt die Kappe wieder. So, das geht relativ stramm, aber jetzt haben wir hier die erste Gehörschutzmuschel hier mit dem Kabel, was raushängt und das wird dann hier mit verbunden. Jetzt machen wir dasselbe noch bei der anderen Seite. So, und das war's auch schon. Jetzt haben wir hier die Lautsprecher in den Gehörschutzmuscheln montiert. Die bauen wir jetzt hier wieder rein. Und jetzt müssen wir hier nur noch die Kabel anschließen und das Mikrofon noch festkleben. Zuvor werde ich aber noch hier diese Kabel nochmal mit Isolierband ein bisschen miteinander fixieren, weil diese hängen dann hier noch ein Stück aus dem Helm raus. Die kommen dann erst hier ins Helminnere rein. Das hängt frei und hier ist einfach die Gefahr, dass man hier mal mit einem Ast hängen bleibt. Die ist relativ groß und der wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Deswegen nehmen wir jetzt einfach ein Stück Isolierband, verkleben diese drei Kabel an der Stelle, wo sie aus dem Gerät kommen. Ich empfehle euch, das zu machen, bevor ihr das Gerät am Helm festschraubt, dann geht das etwas einfacher. Dann ist das jetzt hier geschützt und da kann jetzt erstmal nichts mehr passieren. Jetzt haben wir hier eine kurze Seite, die kommt direkt an diese Seite ran. Zack. Dann haben wir hier das
lange Kabel kommt auf die Seite. Und jetzt zum Schluss werden wir das Mikro noch befestigen. Da ist das Kabel relativ kurz, deswegen ist die Seite, wo wir das befestigen, können wir uns jetzt nicht raussuchen, ob rechts oder links. Es geht nur auf dieser Seite. Und was sich sehr gut bewährt hat, ist eben hier diese Position. Direkt unter dem Visier, da passt dieses Einklebemikro genau rein und das Visier kann man trotzdem noch schließen und das passt wirklich gut und vom Abstand zum Mund hin reicht das immer noch sehr gut aus, dass man sich noch verstehen kann. So, jetzt müssen wir nur mal eine dieser Klettflächen etwas zuschneiden, aber das ist ja kein Problem. Und was auch sehr schön ist und nochmal Erwähnung finden sollte, sollte ein Bauteil von dem Set mal defekt sein oder so, kann man alles als Ersatzteil bei Sehner direkt nachkaufen. Sprich, wenn mal das Mikrofon defekt sein sollte oder dergleichen, ist das kein Grund, das ganze Set auszutauschen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, die einzelnen Bauteile separat zu wechseln. So, und das war es ja jetzt auch schon mit dem Mikro. Das klebt jetzt hier drin. Und jetzt verbinden wir hier noch das Kabel. Und damit sind wir soweit fertig. Natürlich können wir das jetzt nicht so lassen hier mit den Kabeln, sondern die verstecken wir jetzt noch im Helminneren. Und das mache ich jetzt mal schnell und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ja, und so sieht die ganze Geschichte jetzt verkabelt aus. Hier mit Isolierband nochmal die Kabel fixiert. Hier habe ich es jetzt einfach so gemacht, im Inneren einfach noch mehrmals drum gewickelt, weil das Kabel, was hier zu der einen Gehirnmuschel geht, relativ lang ist. Hier kommt ja jetzt einfach wieder der Einsatz mit drauf. Damit kann da auch nichts passieren, da verrutscht da auch nichts mehr. Ja, jetzt bauen wir hier einfach wieder diese Halterung rein. Das Gerät noch drauf. Klick, rastet ein. Und fertig ist der Helm. Ja, Arbeitszeit jetzt effektiv, vielleicht eine Viertelstunde. Ist schnell gemacht, kein großes Hexenwerk. Ja, das Gerät jetzt nochmal laden und dann kann es morgen direkt in den Einsatz starten. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das war jetzt, wie gesagt, die kleine Bauanleitung, wie man das hier in diesen Helm von Pfanner einbaut, in den Protos. Das geht natürlich auch mit fast allen anderen Kletterhelmen oder Forsthelmen, die man so kennt. Also sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist eben auch das Schöne an diesem System, dass es eigentlich in jeden Helm eingebaut werden kann. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wenn Fragen sind oder Anregungen oder vielleicht auch Erfahrungen von euch mit diesem Gerät, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen, würde mich freuen, wenn einer von euch durch das Video ein bisschen Hilfe erfahren könnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei, schaut einfach mal, was es da so für Videos gibt. Vielleicht findet ihr was Interessantes. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin macht's gut und viel Spaß draußen.